Guten Tag, heute zeige ich dir, wie du Ninjax 2-DX von Sugi installieren kannst. Dabei handelt es sich um einen primären Exploit im Spiel Cubing Ninja, der nun auch auf der aktuellen 3DS-Version 11.15.0-47 funktioniert und das Ganze mit einem QR-Code ausgeführt werden kann. Und damals mussten wir 16 QR-Codes einscannen, um den Exploit zu installieren, aber nun hat Sugi das Ganze nochmal in einer einzelnen QR-Code-Version veröffentlicht. Und es gibt übrigens zwei Versionen von dem Exploit. Einmal hier die normale Version. Da wird der Exploit in das Savegame hineininstalliert, also im Cubing Ninja Savegame. Und das heißt, wenn du diesen ausführst, dann wirst du deinen aktuellen Spielstand vom Spiel verlieren. Aber es gibt ja noch eine zweite Option, und zwar die Lite-Version. Hier in den Ninjax 2DX Lite. Die werde ich euch auch zeigen. Und zwar ist das der Unterschied, dass dort der Exploit direkt ausgeführt wird, nachdem ihr den QR-Code einscannt. Da wird der Exploit halt nicht in das Savegame reininstalliert. Also das ist halt eine Option, falls ihr da einen Spielstand und so habt und den nicht verlieren wollt, dann könnt ihr halt auch hier die Lite-Version benutzen. Das werde ich euch aber nachher alles zeigen. Zuallererst braucht ihr einen 3DS mit einer SD-Karte. Den 3DS habe ich auch schon über die Datenverhandlung, was nur an den New Nintendo 3DS-System funktioniert, im PC verbunden. Und ja, zuallererst müsst ihr dann hier auf diese Seite drauf gehen. Und dann die neueste Version von Ninjax 2-DX runterladen. Da ist der erste Link in der Videobeschreibung. Dann lade euch einfach hier die neueste Version runter und den packen. Und müsst das Ganze entpacken. Und dann seht ihr hier die Ordner. Wählt ihr einfach euren 3DS aus. Also in meinem Fall nutze ich hier ein New Nintendo 3DS. Falls ihr ein Old 3DS oder 2DS habt, müsst ihr hier den Old 3DS Ordner auswählen. Mein Fazit hier habe ich ein New Nintendo 3DS. Den wählt ihr dann auch noch eure Region aus. In meinem Fall hier Europe. Und kopiert hier die Launcher.dat auf eine SD-Karte vom 3DS. Und zwar den Root eurer SD-Karte. In meinem Fall hier, das ist der 3DS. Das ist meine Micro-SD-Karte ohne Ordner hier. Einfach hier direkt rein einfügen. Noch ein Hinweis, und zwar, falls ihr mal MenuHack 67 von Sugi benutzt habt, dann könnt ihr auch diese Launcher.dat nehmen, das nehme ich gleich. Ich habe es jetzt mal aktualisiert, und dann könnt ihr das wieder schließen, das Archiv auch. Und es könnt auch wieder minimieren, und dann braucht ihr noch die neue Version vom Homebrew-Menü. Das ist der zweite Link in der Videobeschreibung, da einfach die Boot 3DSX nehmen. Und die kommen dann ebenfalls in den Root der SD-Karte. Hier boot.3dsx, falls ihr boot1.3dsx habt, müsst ihr die 1 noch entfernen, damit es, wie gesagt, nur boot.3dsx heißt. Sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht. Und wenn ihr es dann habt, könnt ihr noch hier den 3ds-Ordner herstellen, weil dort kommen dann alle Homebrew-Apps im 3dsx-Format rein, die ihr so im Internet runtergeladen habt. Erst stellt euch noch den Root der SD-Karte. Und wenn ihr das dann habt, könnt ihr die Verbindung von 3DS über die Datenverhandlung wieder trennen oder auch die SD-Karte auswerfen, falls ihr ein Old 3DS habt und diesen dann wieder zurück in den 3DS stecken. Und dann sehen wir uns auch gleich am 3DS wieder. Also, bis gleich. So, wenn ihr am PC das Zeug gemacht habt, dann könnt ihr den Verbindung wieder aufheben oder auch, wie gesagt, die SD-Karte wieder zurück in euren 3DS stecken. Und dann könnt ihr auch aus den Systemeinstellungen wieder rausgehen. Dann müsst ihr, wie gesagt, das Spiel öffnen. Da haben wir es auch schon. Dann müsst ihr hier A drücken. Dann auf hier auf Create. Dann auf QR-Code. Dann müsst ihr hier den QR-Code scannen. Also wenn eure Kamera hier oben defekt sein sollte, könnt ihr den Exploit wahrscheinlich nicht ausführen. Aber da sie bei mir funktioniert, kann ich das auch machen. So, und jetzt geht's am PC wieder weiter. Also, bis gleich. So, am PC wieder ankommen, müsst ihr jetzt hier einfach auf diese Seite wieder drauf gehen, hier zu dem Ninjax 2DX. Das ist der erste Link in der Videobeschreibung. Scrollt hier einfach weiter runter und klickt ihr dann auf diesen Link auf sugi.github.io/web/nh2dx. Und dann kommen wir auf diese Seite hier. Das ist jetzt die normale Version, also nicht die Lite-Version. Die werde ich euch nachher zeigen. Und das, wie gesagt, installiert den Exploit in das Savegame. Also da müsst ihr aufpassen, dass ihr vorher einen Backup von dem Spiel gemacht habt. Also von einem Speicherstand, weil der wird danach nicht mehr aufrufbar sein. Wählt ihr dann einfach euer System aus. In meinem Fall hier ein New Nintendo 3DS. Falls ihr ein Old 3DS habt, müsst ihr das auswählen. Und wählt ihr dann eure Region. Passt bitte auf, dass ihr die richtige Region und euer richtiger
3DS-Modell auswählt, weil wenn er den Exploit mit den falschen Sachen installiert, dann müsste er das komplette Savegame löschen, das dann erneut ausführen. Also in meinem Fall hier habe ich einen New Nintendo 3DS in der europäischen Region. So, dann müsst ihr euren 3DS nehmen und scannt dann hier den QR-Code ein. So, dann muss sich das Spiel schließen. So, wenn sich das Spiel jetzt hier in der Normalversion geschlossen hat, danach müsst ihr es einfach wieder starten. Dann müsst ihr wieder A drücken, auf Create gehen, dann auf QR-Code. Und dann wird auch schon der Bildschirm gefiezt. So, beim ersten Mal hat es bei mir nicht geklappt. Startet einfach das Spiel nochmal neu und versucht es erneut. Dann wird nochmal der Bildschirm gefiezt. Und der Home Launcher wird gestartet. Das war das Setup zum normalen Injex 2-DX. Sollte den Exploit falsch installiert, also falsche Angaben gemacht haben und dann den Exploit in Savegame installiert haben, könnt ihr den Exploit nicht einfach so deinstallieren, sondern ihr müsst das Spiel starten. Und dann müsst ihr hier A drücken und dann hier in diesem Menü L, R und dann Y und X für ein paar Sekunden gedrückt halten. Und jeder Save Game komplett löschen und den Exploit nochmal neu installieren. Aber dabei jetzt dann die richtigen Angaben treffen. Und ja, ich lösche das jetzt mal. So, dann wird das Save Game löschen und dann könnt ihr den Exploit nochmal neu installieren. So, jetzt zeige ich euch noch die Lite-Version vom Exploit, wo nicht in der Save Game installiert wird. Und dazu klickt ihr einfach hier auf der Seite hier, auf diesen Link hier, den packe ich euch ebenfalls noch in die Videobeschreibung. Und das ist jetzt hier die Lite-Version, also wo nicht in der Savegame installiert wird. Wählt ihr euren System und eure Region wieder aus. Da ist egal, ob ihr mal was falsch anklickt, dann könnt ihr den Exploit einfach beim nächsten Versuch richtig anklicken oder ausführen. In meinem Fall hier habe ich einen New Nintendo 3DS in der europäischen Region. Und ich habe die Kamera vom Spiel schon gestartet und ihr müsst dann einfach nur diesen QR-Code einscannen. Und dann wird auch schon direkt der Bildschirm gefiezt. Und der Exploit wird einmalig ausgeführt, ohne dass in das Savegame installiert wird. Und der Home Launcher wird gestartet. Das war es eigentlich auch schon mit dem Video gewesen. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielleicht ist ja was, vielleicht auch nicht. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Video und ciao!